Mit Virtual Reality können wir nicht nur in virtuelle Welten gehen, sondern wir können auch die echte, nicht virtuelle Welt besser verstehen. Und VR kann sogar altehrwürdige Museen zu emotionalen Erlebnissen verwandeln. Bei Museen geht es darum, Wissen zu vermitteln, Verständnis dafür zu schaffen, wie die Welt funktioniert und wie sie so geworden ist, wie sie ist. Ganz oft wird es mit vielen historischen Gegenständen gemacht. Aber immer häufiger, da mischen sich auch VR-Brillen unter die Ausstellungsstücke. Zwei Projekte, die schon jetzt beweisen, dass VR und Museen echt gut zusammenpassen, die stellen wir euch jetzt vor in der neuesten Folge unserer Videoserie New Realities von 1C9 und dem XR Bavaria. Wir sind hier im Alpinen Museum in München bei einer Ausstellung zur 100 Jahre Bergwacht. Und wir sehen hier viele Fotos, auch historische Gegenstände über die Arbeit der Bergwacht. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Ecke, für die Matthias und Sebastian zuständig sind. Und die schauen wir uns jetzt an. Matthias, Sebastian, ihr seid eigentlich beim Bayerischen Rundfunk, das heißt Journalisten. Das Projekt Die Rettung steht jetzt in einem Museum und simuliert eine Bergrettung. Was soll das Ganze? Erklärt erstmal, was soll die Rettung? In der Rettung erlebt man eine Bergrettung, selber hier in so einem Sack angeschnallt und mit Brille auf dem Kopf. Und dann gibt es so eine magisch-realistische Reise ins Alpine. Warum habt ihr euch denn überhaupt entschieden, VR zu nutzen, um so eine Bergrettung den Leuten zu vermitteln? Wir haben wahnsinnig viele Berichte gelesen von Menschen, die mal in der Rettungssituation waren, die selber gerettet worden sind, und da waren immer ähnliche Beschreibungen drin. Das ist eine mentale Ausnahmesituation, das ist oft eine physische Ausnahmesituation, Schmerzen, Irritation, und dieses Gespräch dann mit den Rettungskräften am Anfang war immer so der Moment, wo Ruhe eintritt, und dann später auch die Beschreibung von solchen Seilen, die teilweise im Nichts verschwinden. Man hat keinen Anknüpfungspunkt mehr an die Welt außenrum, aber es ist irgendwas da, das repräsentiert, dass eine Sicherheit da ist, dass da jemand ist, der mir helfen wird, dass es Expertise gibt, die mich da irgendwie wieder rausholt. Und wir fanden diese Ego-Perspektive quasi, diese subjektive Situation super spannend. VR ist die subjektive Perspektive. Ich bin als Mensch präsent mit meinem ganzen Körper. Ich kann in einem Raum auch interagieren, bei uns nicht so stark, weil ich festgeschnallt bin. Das ist eine besondere Situation, aber wir dachten, dass da eine große emotionale Stärke rauskommt. Wir probieren das jetzt aus. Sebastian, du arbeitest bei der Bergwacht. Du machst solche Bergrettungen selber, also ehrenamtlich. Und ich würde mich jetzt in deine Hände begeben und wir probieren es aus. Angenommen, du würdest jetzt, du bist irgendwo beim Wandern. Jetzt war es im ganzen Herbst eigentlich total schönes Wetter. Und du hättest einen Unfall und könntest nicht mehr alleine absteigen. Du darfst dich jetzt hier reinlegen. Das ist eine Vakuummatratze. Okay. Die ist jetzt ganz weich. Machst sie bequem. So, und ich werde dich jetzt festschnallen, wie ein Patienten. Dann geht's los. Viel Spaß. Danke. Einsatzleitung Bergwacht für Christoph. Ja, Einsatzleitung Bergwacht. Patient bereit zum Abtransport per Tau. Verletzungsmuster: Zustand nach Sturz mit Kopf- und Thoraxverletzungen plus Unterkühlung. Patient analysiert, reagiert auf Ansprache. Bitte um Anmeldung im Schockraum. Das schlechte Wetter ist ja schneller da als gedacht. Obacht da unten. Kann kurz noch mal ruckeln. Ha, da ist die Sonne. Willkommen zurück. Ja. Die macht ganz kurz auf. Yes, danke. Wie ging's dir? Gut, also es hat ja irgendwie was sehr Beruhigendes, fast schon. Ja.
diese Stimme und dann irgendwann hat man sich auch an dieses leichte Wackeln gewöhnt. Mhm. Ich fand es einerseits entspannend, andererseits hat man schon dieses Gefühl, dass man in den Händen von jemand anderem ist. Gib Kontrolle ab. Genau, also man hat keine Kontrolle, außer dass man halt ein bisschen rumschaut. Ja. Also dieses Schweben hat sich so real angefühlt, ja. Dadurch, dass ich wirklich in der Luft hänge. Das fand ich schon echt gut. Und den Wind, wo habt ihr eine Idee gehabt? Ah. Wir haben einen Quirl. Das war gut. Matthias, es ist eine krasse Erfahrung. Irgendwie meditativ, das Wort passt ganz gut. Welche Resonanz wolltet ihr denn erzeugen bei den Leuten, die es nutzen? Und welche habt ihr erzeugt, was ihr so von ihnen gehört habt? Also wir wollten, dass diejenigen, die es machen, am Ende, wenn sie die Brille abnehmen, sich sicher fühlen und an dem Ort angekommen sind, wo ihr Leben außer Gefahr ist. Und das ist tatsächlich auch das Gefühl, das die meisten haben. Da kommt die Brille runter und dann kommen so Wörter wie, das war jetzt entspannend, ach, ich bin wieder zu Hause. War denn der Anspruch, es möglichst realistisch wirken zu lassen oder wolltet ihr was anderes erzeugen? Nee, magischer Realismus. Tatsächlich Realismus in dem Sinne, dass ich ein Körpergefühl habe, das realistisch ist, dass dieses Pendeln überführt wird, dass ich präsent bin. In der Art und Weise, wie wir hier arbeiten, ist es überhaupt nicht dokumentarisch. Also das Gute ist, die Bergwacht ist mit uns das mitgegangen. Wir haben auch immer wieder diskutiert, wie viele Freiheiten können wir uns nehmen. Aber wir sagen immer, wir wollen Gefühl erzählen, Emotionen triggern und dann gehen die das auch alle mit. Ist das jetzt noch Journalismus oder was ist das? Für mich ist es Journalismus. Wir versetzen die Menschen in ein Gefühl, in dem sie danach offener und zugänglicher sind, auch für Wissensvermittlung beispielsweise. Und ich glaube, das ist die große Stärke von diesen Techniken. Gibt es auch in der Forschung, Stanford University und ein paar andere haben herausgefunden, wenn du eine persönliche körperliche Erfahrung in Feuer hast, dann bist du danach auch offener für wirklich klassisches Wissen oder klassische Wissensvermittlung. Wir haben hier im Alpinen Museum in München erlebt, dass man mit einer VR-Brille, einer gut gemachten Experience und ein bisschen Equipment im Museum in Situationen eintauchen kann, die man sonst nie erleben würde. Doch es geht noch viel mehr mit VR im Museum. In Virtual Reality können wir uns nämlich auch von unserem manchmal zu großem und manchmal zu kleinem Körper befreien. Wir lernen jetzt gleich Lutz kennen und der hat eine VR-Experience für ein Museum entwickelt, in der er uns buchstäblich auf den Boden der Tatsachen bringt. Lutz sitzt nicht in München, deswegen sprechen wir mit ihm über einen Videocall. Lutz, für das Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz, da hast du mit deinem Team von Hapto eine VR-Experience gebaut mit dem Titel Abenteuer Bodenleben, die Teil einer Ausstellung war. Was genau verbirgt sich dahinter? Das Museum hatte die Idee, dass der Forschungsgegenstand Boden, also der Waldboden bzw. auch der Boden als Ökosystem für die meisten Menschen einfach schwer zugänglich ist. Ne? Der ist halt, da gibt es viele Mikroorganismen und die kann man halt schwer, sagen wir mal, beobachten. Und da war dann die Idee, dass man halt den Besucher einfach verkleinert und er dann diesen Mikrokosmos quasi mal so ein bisschen erforschen kann auf Augenhöhe. Was genau sieht man, wen trifft man da, was für Tierchen begegnet man da? Also der Maßstab ist ja 200-fache Verkleinerung. Das kann man sich so vorstellen wie auf so einem Rechenkästchen, bei so Rechenpapier, dass so ein Kästchen einen Quadratmeter abbildet. Wir haben im Moment zwei Lebensräume. Der eine, das ist der Waldboden. Wir können uns zwischen dem Laub hindurch bewegen und sozusagen Asseln, Springschwänze, Pseudoskorpione, Doppelfüßer, verschiedene Tiere kennenlernen, die wir normalerweise vielleicht gar nicht so richtig uns angeschaut haben. Und in einem zweiten Teil, der unter der Erde stattfindet, also im Boden, im Waldboden selber, da haben wir eine Taschenlampe und können uns dann halt sozusagen halt durch diese Welt hindurch navigieren. Eure Experience ist ja im Rahmen von einem Forschungsprojekt entstanden. Ihr wolltet ja herausfinden, ob VR im Museum überhaupt funktioniert. Und wenn wir jetzt mal von den Kosten und dem Personalaufwand absehen, was ist denn jetzt dein Fazit? Hat es funktioniert? Hat es den Leuten gefallen? Viele Leute sind fasziniert und finden dieses Erlebnis wundervoll. Ja, man kann ganz nah an Sachen rangehen. Ich habe eine Rückmeldung mal von jemandem bekommen, der auch Phobien vor solchen Tieren hat. Und er meinte halt, für ihn war das angenehm, da so sich diesem Thema sozusagen oder der Angst da sozusagen auch anzunähern. Dann haben wir aber auch Reaktionen. Wir haben so eine kleine Liste von Phobien, die das Ganze auslöst. Ja, man muss es halt ausprobieren, wie man so schön sagt. VR und Museum oder auch Journalismus passen gut zusammen. Das haben die beiden Projekte von Matthias, Sebastian und Lutz bewiesen. Und es ist ja erst der Anfang. Das heißt, wir können uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch auf sehr viele ganz neue Erlebnisse mitten in altehrwürdigen Museen freuen.
Mehr Infos zu den beiden Projekten, die wir vorgestellt haben, die findet ihr unter dem Video. Dort könnt ihr natürlich auch kommentieren und Fragen stellen. Und wir freuen uns auch über Likes und wenn ihr unseren Kanal abonniert.